Ein Märchen der Gebrüder Grimm, der Hase und der Igel. Diese Geschichte hört sich ziemlich lügenhaft an. Aber wahr ist sie doch, denn mein Großvater, von dem ich sie habe, pflegte immer, wenn er sie behaglich erzählte, dabei zu sagen, »Wahr muss sie doch sein, mein Sohn, anders könnte man sie auch gar nicht erzählen.« Und die Geschichte hat sich so zugetragen. Es war an einem Sonntagmorgen zur Herbstzeit, gerade als der Buchweizen blühte, die Sonne war hell am Himmel aufgegangen, der Morgenwind ging warm über die Stoppeln, die Lerchen sangen in der Luft, die Bienen summten im Buchweizen, die Leute gingen in ihrem Sonntagsstaat nach der Kirche. Und alle Kreatur war vergnügt, und der Igel auch. Der Igel aber stand vor seiner Tür, hatte die Arme übereinander geschlagen, guckte dabei in den Morgenwind hinaus und summte ein kleines Liedchen vor sich hin. So gut und so schlecht, wie nun eben am lieben Sonntagmorgen ein Igel zu singen pflegt. Indem er nun so vor sich hin sang, fiel ihm auf einmal ein, er könnte doch ein bisschen ins Feld spazieren und nach seinen Steckrüben sehen. Die Steckrüben waren aber nicht bei seinem Haus und er pflegte mit seiner Familie davon zu essen. Darum sah er sie als die seinigen an. Der Igel machte die Haustür hinter sich zu und schlug den Weg nach dem Felde ein. Er war noch nicht weit vom Hause weg und wollte just um den Schlehenbusch, der dort vor dem Felde steht, nach dem Steckrübenacker abbiegen, als ihm der Hase begegnete, der in ähnlichen Geschäften ausgegangen war, nämlich um seinen Kohl zu besehen. Als der Igel den Hasen sah, bot er ihm einen freundlichen guten Morgen. Der Hase aber, der auf seine Weise ein vornehmer Herr war und grausam und hochfahrend dabei, antwortete nicht auf des Igels Gruß, sondern sagte zum Igel, »Wie kommt es denn, dass du schon so früh am Morgen im Felde herumläufst?« »Ich gehe spazieren«, sagte der Igel. »Spazieren«, lachte der Hase. »Mich deucht, du könntest die Beine auch wohl zu besseren Dingen gebrauchen.« Diese Antwort verdroß den Igel ungeheuer, denn alles konnte er ertragen, aber auf seine Beine ließ er nichts kommen. Eben weil sie von Natur aus schief waren. »Du bildest dir wohl ein«, sagte nun der Igel zum Hasen, »dass du mit deinen Beinen mehr ausrichten kannst.« »Das denke ich«, sagte der Hase. »Das käme auf einen Versuch an«, meinte der Igel. »Ich wette, dass wenn wir einen Wettlauf machen, ich dir davonlaufe.« »Ha, das ist zum Lachen, du mit deinen schiefen Beinen«, sagte der Hase. »Aber meinetwegen mag es sein, wenn du so große Lust darauf hast. Was geht die Wette?« »Einen goldenen Louis d'Or und eine Buddel Branntwein«, sagte der Igel. »Angenommen«, sagte der Hase. »Schlag ein und dann kann es gleich losgehen.« »Nein, so große Eile hat es nicht«, meinte der Igel. »Ich bin auch ganz nüchtern. Erst will ich nach Hause gehen und ein bisschen frühstücken. In einer halben Stunde bin ich wieder hier auf dem Platz.« Und damit ging der Igel, denn der Hase war zufrieden. Unterwegs dachte der Igel bei sich, der Hase verlässt sich auf seine langen Beine, aber ich will ihn schon kriegen. Er ist zwar ein vornehmer Herr, aber doch nur ein dummer Kerl und bezahlen soll er doch. Als nun der Igel nach Hause kam, sprach er zu seiner Frau, »Zieh dich schnell an! Du musst mit mir aufs Feld hinaus.« »Was gibt es denn?« sagte seine Frau. »Ich habe mit dem Hasen geweckt einen goldenen Louis d'Or und eine Buddel Branntwein. Ich will mit ihm um die Wette laufen
und du sollst mit dabei sein. Oh, oh mein Gott, fiel nun des Igels Frau an zu jammern. Bist du nicht recht gescheit? Hast du denn ganz den Verstand verloren? Wie kannst du mit dem Hasen um die Wette laufen wollen? Sch, sagte der Igel, das ist meine Sache. Misch dich nicht in meine Geschäfte ein. Los, zieh dich an und komm mit. Was sollte des Igels Frau auch machen? Sie musste ja wohl folgen, ob sie nun mochte oder nicht. Und wie sie nun miteinander unterwegs waren, sprach der Igel zu seiner Frau: Und nun pass auf, was ich dir sagen will. Siehst du, auf dem langen Acker dort wollen wir unseren Wettlauf machen. Der Hase läuft nämlich in der einen Furche und ich in der anderen und von oben fangen wir an zu laufen. Nun hast du weiter nichts zu tun, als dich hier unten in die Furche zu stellen. Und wenn der Hase auf der anderen Seite ankommt, dann rufst du ihm entgegen: Ich bin schon hier! Und damit waren sie beim Acker angelangt. Der Igel wies seiner Frau den Platz an und ging nun den Acker hinauf. Als er oben ankam, war der Hase schon da. Kann es losgehen? Fragte der Hase. Jawohl, sagte der Igel. Na dann, also los. Und damit stellte sich jeder in seine Furche. Der Hase zählte. Eins, zwei und drei. Und los ging es wie ein Sturmwind den Acker hinunter. Der Igel aber lief nur ungefähr drei Schritte, dann duckte er sich in die Furche und blieb ruhig sitzen. Als nun der Hase in vollem Lauf unten am Acker ankam, rief ihm des Igels Frau entgegen: Ich bin schon hier! Der Hase stutzte und wunderte sich nicht wenig. Er meinte nicht anders, als wäre es der Igel selbst, der ihm zurief, denn bekanntlich sieht des Igels Frau just so aus wie ihr Mann. Der Hase aber meinte: Nee, das geht nicht mit rechten Dingen zu, rief er. Nochmal gelaufen, wiederum. Und fort ging er wieder wie ein Sturmwind, dass ihm die Ohren um den Kopf flogen. Dem Igel, seine Frau, aber blieb ruhig auf ihrem Platz stehen. Als nun der Hase oben ankam, rief ihm der Igel entgegen: Ich bin schon hier! Der Hase aber ganz außer sich vor Ärger schrie: Noch einmal laufen, wiederum! Mir macht das nichts, antwortete der Igel. Meinetwegen, so oft du Lust hast. So lief der Hase noch 73 Mal. Und der Igel hielt es immer wieder mit ihm aus. Jedes Mal, wenn der Hase oben oder unten ankam, sagte der Igel oder seine Frau: Ich bin schon hier! Beim 74. Male aber kam der Hase nicht mehr bis ans Ende. Mitten auf dem Acker stürzte er zur Erde. Der Igel aber nahm seine gewonnenen Louis d'Or und seine Buddel Branntwein, rief seine Frau aus der Furche ab und beide gingen vergnügt miteinander nach Hause. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. So begab es sich, dass auf der Buxtehude Heide der Igel den Hasen bis zur völligen Erschöpfung trieb. Und seit jener Zeit hat sich kein Hase wieder einfallen lassen, mit dem Buxtehuder Igel um die Wette zu laufen. Die Lehre aus dieser Geschichte ist, dass keiner, und wenn er sich auch noch so vornehm dünkt, sich über einen Geringeren lustig mache. Und wenn es auch nur ein Igel wäre. Musik.